Meine lieben Freunde, es ist der Wunsch unseres Freundes Bruno Gröning, dass wer wirklich was auf dem Herzen hat und wer wirklich gern ein paar Worte sagen will, der möge das tun. Unser Freund Bruno Gröning bittet darum. Ich möchte nun alle Freunde bitten, sobald sie irgendetwas uns zu sagen haben, er wird sofort wieder da sein, dann möchte ich ihn bitten, doch noch einige Worte zu uns zu sagen. Ich habe zwar gestern schon einiges gesagt, aber gestern waren ja nur wenige hier. Die meisten sind ja heute das erste Mal hier und haben also das noch nicht gehört. Obwohl es vielleicht gar nicht so wichtig ist, was ich zu sagen habe. Ich bin nicht das erste Mal hier in Springe. Ich bin nicht das erste Mal hier in Springe, sondern war im letzten Jahr, im Juli 1957, das erste Mal hier. Es ging mir so, wie es Ihnen wahrscheinlich auch allen ging. Heute ist das anders. Ich versuchte dies und jenes, dieses Mittelchen und jenes Mittelchen und diese Pille und jene Pille, ging von einem Homöopathen zum anderen. Aber über alle diese Dinge wollen wir ja nicht weiter sprechen. Und eines Tages ging ich wie so oft durch die Straßen meiner Millionenstadt Berlin und entdeckte an einer dieser vielen Zeitungsbuden ein Blatt, das sich das Neue Blatt nennt. Dr. Horst Mann, sein Tatsachenbericht über Gröning. Und in dem Augenblick wurde ich ersucht. Nämlich ersucht, zu ihm zu gehen. Zunächst mal nahm ich einen Telefonhörer in die Hand und sprach mit dem Büro, mit einer Dame des Büros und erfuhr, dass er am 5.7. in Springe in der Deisterpforte sprechen würde. Und dort erschien ich zum bestimmten Zeitpunkt und hörte ihn, wie wahrscheinlich Sie, mehr oder weniger alle auch, in einem Vortrag, der etwa 4 Stunden dauerte. Und schon in diesem Vortrag erfuhr ich das Gute. Durch das Wort und durch diese göttliche Strahlung, die wir alle empfangen. Und dann verabredeten wir uns am nächsten Vormittag, als wir im kleinsten Kreise zusammen waren, uns in 3 Tagen in Schleswig-Holstein wiederzusehen. Ich fuhr nach Berlin zurück und bekam noch einen guten Rat auf den Weg, nämlich mit meinem kleinen Goggomobilchen nicht zu schnell zu fahren, nicht über 70, 80 und nicht dauernd zur Uhr zu sehen, denn ich hätte ja Zeit. Merkwürdig. Ein Mensch sagt mir das, der mich gar nicht kennt und der mich trotzdem kennt. Ich beherzigte das und fuhr dann von Berlin wieder nach Schleswig-Holstein mit meiner Mutter. Und auf dieser Strecke habe ich das mal einige Minuten nicht beherzigt. Fuhr zu schnell, es war glühend heiß, knallenheißer Tag. Der Motor war überlastet, ich fuhr über 100. Kurz vor Hamburg war es passiert auf der Autobahn. Die Kolben brannten fest. Also hat es doch einen Sinn gehabt, dass er mir das gesagt hatte. Nur war ich zu dumm, ich kleiner irdischer Mensch, um das tatsächlich in die Wahrheit, in die Tat umzusetzen. Ich habe es vergessen. Ich kam also etwas später an, musste den Motor abkühlen lassen, fuhr dann weiter und kam natürlich etwas später an, später als ich wollte. Ein Termin war nicht festgelegt, urzeitlich. Und wer stand in Fahrdorf in der geöffneten Tür, obwohl er gar nicht an sich wissen konnte, wie ich sage, wo wir sagen würden, wann ich käme. Aber er stand da, Bruno Gröning. Als ich ihm dann sagte, das und das ist mir passiert, da sagte er, naja, ich habe es Ihnen ja vorher gesagt, weshalb hören Sie denn nicht, weshalb haben Sie es denn nicht in die Tat umgesetzt? Ich erlebte ihn in Fahrdorf also in einem zweiten Vortrag und am nächsten Tag in Rendsburg. Und aus all dem Erleben darf ich sagen, dass ich das Göttliche empfangen habe, dass das Übel weg war, aufgelöst war und nicht wiederkam. Ich habe diesen Weg der Wahrheit, der zu Gott führt, erkannt
und darf sagen, dass es für mich gar nichts anderes mehr gibt. Alles andere ist völlig nebensächlich geworden, illusorisch, überflüssig, seicht und nichtig. Denn nur dies eine gibt uns das Leben, die Wahrheit. Im Mai diesen Jahres war ich unten in Schlossberg, Stephanskirchen, und habe ihn wiedererlebt im kleinsten Kreise. Und was ist uns mit Worten viel getan, die ich von mir gebe? Wir alle haben das ja heute empfangen, dies wunderbar Gute, dies Göttliche. Ergreifen wir diese göttliche Hand, die uns unser Vater im Himmel durch unseren lieben Freund Bruno Gröning liebend ausstreckt. Erfassen wir sie und behalten sie. Seien wir gut zu uns selbst und seien wir gut zu unserem Nächsten. Haben wir Verständnis für unseren Nächsten, dann erwächst uns auch die Liebe zum Nächsten. Ja, ich danke für die schönen Worte, die wir hier gehört haben. War es so um Jahreschrist, als wir uns kennenlernten? Und ich muss sagen, ich war erfreut, als ich hörte, dass unser Freund Zieger uns besucht. Und meine lieben Freunde, wir haben schon so einen Freund hier in Springe gehabt. Und ich habe immer wieder hören müssen, dass sie dankbar waren für alles das Schöne und das Gute, was sie hier in Springe mit Bruno Gröning erleben durften. Meine lieben Freunde, das ist eine ganz gewisse Freude, die ich immer wieder habe. Und ich kann meiner Freude gar nicht Ausdruck genug geben. Ich will mich bemühen, im Leben viel Gutes zu tun. Das ist eine Aufgabe von mir, meine lieben Freunde. Ich bin überzeugt, dass ich dann vom Leben Gutes zu erwarten habe. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch noch eins sagen. Als ich erfuhr, dass Bruno Gröning nach Springe kam, habe ich mir gesagt, am Freitag, du arbeitest bis 1 Uhr und dann bleibst du nachmittags zu Hause. Und das habe ich getan, meine lieben Freunde. Ich höre immer um 12 Uhr auf. Und als ich um 1 Uhr aus dem Werk ging und war 200 Meter gegangen, da war ich hier am Bahnhofshotel. Da stand Bruno Gröning mit seinem Wagen unter dem großen Kastanienbaum und wartete auf mich. Meine lieben Freunde, ich habe Ihnen das nicht gesagt, dass ich um 1 Uhr erst Feierabend mache. Ich mache immer um 12 Uhr Feierabend. Ich habe aber auch nicht mehr gefragt, wer ihm das gesagt hat. Ich habe gewusst, warum und weshalb Bruno Gröning dort gestanden hat und hat auf mich gewartet. Und wie ich nach Hause kam, dann war man sich noch im Unklaren. Dann habe ich gesagt, also sei doch zufrieden. Ich habe mit Bruno Gröning schon gesprochen. Das wollte mir niemand glauben. Und ich hatte mit ihm gesprochen, meine lieben Freunde. Und ich habe die Überzeugung, wir brauchen nicht mehr danach zu fragen, wer ihm das gesagt hat. Gesagt hat es ihm keiner. Aber er hat gewusst, dass ich um 1 Uhr kam. Das darf ich Ihnen ruhig mal sagen hier. Nun, meine lieben Freunde, möchte auch unser erstes Gemeinschaftsmitglied, unser Freund Kunze, uns noch einige Worte sagen. Bitte, Fritz. Doch, ist doch schön. Seit 6. Mai 1952 haben wir schon Verbindung mit unserem Freund Bruno. Manchen Vortrag haben wir von ihm in Hameln gehört, haben auch manchen Vortrag hier im Kreise der Gemeinschaft Springe erlebt. Und wenn ich Ihnen jetzt ein Erlebnis erzähle, dann schließe ich bewusst an das, was wir vorhin von unserem Freund Bruno gehört haben. Es sind am 30. September bzw. die Nacht vom 30. zum 1. Oktober, 2 Jahre her. In der Nacht hatten wir
ein Gewitter nach dem anderen. Wir schlafen schon lange Jahre beim offenen Fenster. Wenn nun jetzt aber mal Gewitterregen kommt, Platzregen kommt, dann muss ja das Fenster wieder zugemacht werden. Aber wenn der Regen aufgehört hat, dann lässt es einem Menschen keine Ruhe, dann muss das Fenster wieder auf. Und so musste ich in dieser Nacht nicht nur einmal, zweimal, dreimal, es sind auch vielleicht viermal gewesen, auf Wunsch meiner Frau. Ich war schließlich so ärgerlich, dass ich geschimpft habe. Was war das Ende vom Liede? Denken Sie mal darüber nach. Ich hatte das Böse angenommen und schon am nächsten Tag war es geschehen. Ich sagte ab. Aber ich habe mich gewehrt, habe es abgewehrt. Es hat einige Tage gedauert, dann fühlte ich aber wieder, dass es bergauf ging. Also ich wollte Ihnen nur zeigen, wie schnell der Körper abbauen kann, wenn man das Böse annimmt. Und wie wahr die Worte unseres Freundes sind, nur mit guten Gedanken beschäftigen, nur das Gute annehmen, dann haben wir auch was Gutes zu erwarten. Ich sagte vorhin schon, beherzigen wir das, was unser Freund uns sagt. Nur das Gute, nur mit dem Guten beschäftigen, dann geht es uns gut. Und wir können selber auch sehr viel Gutes anrichten oder stiften oder helfen. Wo wir nur können, sollen wir die Gelegenheit nutzen. Und das wollen wir auch. Danke für deine schönen Worte. Es dir und deiner Frau verdanken können, dass wir die Verbindung als die sogenannte Schwestergemeinschaft von Hamel, die Verbindung mit Bruno Gröning aufnehmen durften. Lieben Freunde, wenn ich Ihnen am letzten Gemeinschaftsabend sagte, dass ein neuer Abschnitt im Werke Bruno Grönings begonnen hat, dann war das meine Überzeugung. Und ich glaube, dass auch Sie sich heute davon überzeugen durften. Wie viele Vorträge haben wir schon unseres Freundes erleben dürfen? Aber noch nie habe ich in dem Raum diese Ruhe, diese göttliche Ruhe schweben fühlen wie heute Abend. Auch dann, als unser Freund draußen war, also persönlich nicht anwesend war. Ein Beweis dessen, dass Bruno Gröning körperlich nicht da sein braucht, sondern es immer nur an uns selbst liegt. Herr Willi, ich danke auch dir für die herzlichen Worte, die wir hören durften. Bist ja auch du kein Jüngling mehr in der großen Gemeinschaft der Gröning-Familie. Und meine lieben Freunde, ich darf Ihnen sagen, schon manchen schönen Abend haben wir beide hier gesessen, mit den Frauen, mit der Familie und haben uns nur um Bruno Gröning und mit Bruno Gröning beschäftigt. Es ist sogar so weit gewesen, meine lieben Freunde, dass selbst der Nachtzug, dass der verpasst wurde und es wurde dann am nächsten Morgen gefahren. Sehen Sie, meine lieben Freunde, wir haben und wir tun schon was um Bruno Gröning. Und ich darf Sie bitten, tun Sie auch dies in Ihren Familien. Wichtig ist für uns, dass wir erkennen, dass wir die große Aufgabe von Bruno Gröning erkennen. Und ich habe die Überzeugung, dass er aus einer ganz gewissen Berufung heraus sein Werk aufbaut
Und ich habe die Überzeugung, meine lieben Freunde, dass er sich aber auch in keiner Weise da hineinreden lässt.